Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem Abarth. Er ist zusammen. Downpipe ist drin. Wir können ihn anschmeißen, aber bevor wir ihn anschmeißen, müssen wir noch einmal natürlich für die Nachwelt unsere Bremse durchwiegen, um mal zu gucken, was jetzt eigentlich hier so geht vorher nachher. Also im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir bei 55 Parts waren und die Bremse abgeholt haben. Und wobei, im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir Downpipe gebaut haben. Jetzt zeige ich euch aber einmal Thema Gewicht. Also, erstmal hintere Bremse. Vorher 300er Scheibe. Und dann originaler Schwimmsattel samt Halter und Adapter. Und jetzt kommt am Ende noch ein Handbremsseil dazu. Dann sind wir bei 7,4 Kilo. Die neue Bremse ist jetzt nur noch eine 2,65er Scheibe. Halter, Sattel. Hier kann man keine Handbremse mitfahren, weil die originale Handbremse ist mechanisch an dem Sattel. Gibt es bei den Rennsätteln nicht, also bei den Festsätteln. Deswegen müssen wir die Handbremse dann anders lösen. Und nochmal zwei Belege. Sind wir bei sage und schreibe 5,3 Kilo. Gegenüber 7,4. Wir sind also immerhin 2 Kilo, die wir an der hinteren Bremse sparen. Pro Bremse. Krass, nur für Bremse finde ich das sogar ganz schön viel. Ja, ja. Pro Seite, ne? Und jetzt kommt noch dazu. Zusätzlich, der Kollege braucht mal noch eine Nummer 08. Also in Summe sind wir bei knappen 5 Kilo. Die wir weniger an Bord haben. So, jetzt geht's weiter mit der vorderen. Da hatten wir diese Scheibe. Das war eine 330er. Da sieht man übrigens schon, dass sie ganz wirklich gut Temperatur bekommen hat. Zumindest komischerweise auf der Fläche sieht sie schon gut blau aus. Die eigentliche Scheibe von innen sieht aber eigentlich echt nur gut aus. So, da gehen wir mit ins Rennen. Das war der besagte Alfa Romeo Sattel. 13,75. Jetzt haben wir diese fast 30 mm größere Scheibe. Bremsbeläge dazu. Und jetzt kommt es halt. Alter. Und dieser krass leichte AP Racing Sattel. Ein Kilo, ne? 13,75 eben, ne? Mhm. 13,75, 12,65 sind an der Vorderachse 1 Kilo, Hinterachse 2 Kilo plus Sattel sind 7 Kilo. Das ist ordentlich. sind von das Auto wiegt, ja, also man muss es so sagen, angenommen das Auto wiegt jetzt 1000 Kilo, dann wären 1% Fahrzeuggewicht 10 Kilo. Das heißt, wir haben fast 1% Fahrzeuggewicht gespart. Und das bei schon so einem leichten Auto. Ne? Plus, der viel, viel entscheidendere Punkt ist ja die rotierende Masse, die leichter wird. Also nicht nur rotierend, in dem Fall sind es ja zwei Massen. Das ist ja einmal die rotierende Masse. Da werden wir nicht viel leichter sein, weil wir an rotierender Masse nicht so viel gespart haben, weil die Scheiben in dem Fall nicht so viel leichter sind, sondern eher die Sättel, aber gedämpfte Massen, weil alles, was an dem Achsträger dran ist, an dem Radträger, muss ja mit der Felge durch die Schlaglöcher durchfahren und muss von dem Fahrwerk her gedämpft werden. Und wenn wir da leichter werden, bringt das auf jeden Fall was. Das heißt, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Plus, es sieht halt einfach gleich nach. Ja, guck mal, wenn du von hier so drauf guckst. Ja, mega. Das sieht schon nach Rennwagen aus. Sieht das irgendwie gleich nach 2 Sekunden schnell aus, ne? Ja, auf jeden Fall. So, was machen wir noch in dem Video? Als allererstes machen wir jetzt einen Funktionscheck und gucken, ob das Auto so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also, das heißt, anmachen, warm laufen lassen und mal gucken, wie die Downpipe so klingt. Das ist eine Sache. Wasser auffüllen, einfach ein bisschen laufen lassen. Fertig. Wenn das getan ist, müssen wir noch Folgendes machen bis zum ersten Mal fahren. Achsvermessung und Radlast einstellen. So, das heißt, wir holen uns hier wieder unsere Stanzen raus und vermessen das Auto mit allen vier Rädern, dass er wieder schön gleich steht. Dabei ist ganz wichtig, dieses Crossgewicht, das vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links, zusammen das gleiche Gewicht haben.
dass diese Balance von dem Auto erstmal passt. Plus, wir können richtig schön vergleichen, was hat das Umbauen jetzt in dem letzten halben Jahr gebracht. Das Auto wird nicht viel leichter geworden sein, aber dadurch, dass wir auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrers zum Beispiel das ABS eingebaut haben, dadurch, dass wir den ganzen Fahrersitz deutlich weiter in der Mitte gebracht haben, bin ich der Meinung, dass die Balance in Nuancen schon mal besser werden müsste. Dann müssen wir einmal Spur vermessen, wie die Spur jetzt war, damit wir die Spur wieder passend einstellen können, weil anschließend will ich von diesem exorbitanten Sturz weg. Ich bin der Meinung, wir brauchen diesen krassen Sturz gar nicht, weil ich kriege die Reifen eh nicht richtig warm. Plus das Auto kippt schon mit kalten Reifen. Das heißt, wie soll das erstmal werden, wenn wir einen warmen, frischen, geilen Slick haben? Dann kippt das Auto sofort. Plus beim Kippen kriegt das Auto in dem Fall ja noch mehr Auflagefläche auf dem äußeren Rad, sprich es neigt dazu, noch mehr zu kippen. Deswegen bin ich der Meinung, diese 4 Grad, die die ganze Zeit die Antriebswellen vielleicht gekillt haben, brauchen wir gar nicht. Wir gehen mal zurück auf 2,5-3. Würde ich jetzt erstmal einfach so anfangen. Dadurch wird das Auto auf jeden Fall geiler bremsen, vielleicht schlechter einlenken, aber ganz ehrlich, das Ding hat eh so krass eingelenkt, dass es da gar nicht mehr drauf ankommt. Ja, das ist der Plan für das Video. Klingt wieder viel, aber müssen wir durch. Als erstes schmeißen wir jetzt an. Aber der Saft ist auf der Batterie noch drauf hier. Der Kaltstart ist mit ein bisschen mehr, mehr Drehzahl. Aber krass, wenn du die Hand vorhältst, merkt man doch schon, wie er schon saugt. Noch irgendwas mit Isolierung machen, aber die Pipe geht jetzt so einfach raus, dass das kein Problem ist. Es ist unglaublich, wie dieses Auto einfach läuft und funktioniert. Es ist wirklich immer so, Schlüssel umdrehen, das ist egal. Wir machen mal Tor auf. Jetzt immer noch krass, dass er so leise ist, ne? Ja, mega. Ja. Also, er ist jetzt schon ein bisschen lauter geworden, das definitiv. Ihr werdet es im Video nicht hören. Er ist ein bisschen, ich würde sagen, er ist heller und nicht dunkler geworden. Er war vorher mal bassiger. Ein bisschen crispiger, ne? So. Ja. Aber wann lief der das letzte Mal? Ha? Wann lief der das letzte Mal? Ja, vor einem halben Jahr oder so. Herr Messe, zur Essen Motorshow. Ja, ja. Essen Motorshow, ja. Jetzt immer vollkommen normal hier. Unter dieser Thermoisolierung ist ein Hitzeschutzgewebe und dieses Hitzeschutzgewebe wird aufgeklebt, also das selbst klebt. Und dieser Kleber verbrennt jetzt logischerweise einmal. Auto waschen! Natürlich schon echt praktisch, ne? Normalerweise habe ich immer destilliertes Wasser reingemacht. Aber ich weiß, dass Chris damals kein destilliertes Wasser reingemacht hat. Deswegen geht es jetzt auch egal. Nur wie geil der läuft, ne? Also wirklich, es gibt keinen Motor, der mich so fasziniert wie dieser Motor.
Und das war ja mittlerweile schon einer beachtlichen Leistung. Weil das sind halt einfach keine 200 PS mehr, sondern 300. Geil. Komm mal, noch ein bisschen Sound von außen. Junge, der dreht aber auch hoch, ne? Oder wie viele Umdrehungen war das? 6,5. Also der hat, ich habe, damit ich es nicht kaputt mache, habe ich über, als ich vorhin das erste Mal gegeben habe, hat man gleich gehört, wie er früher am Begrenzer hatte, ja. Weil ich habe über Wasser- und Öltemperatur im Begrenzer drin. Das heißt, wenn einer wieder kalt mit dem Ding losfährt, gibt er das erste Mal Gas und dreht eh nur 4000. Ah, okay. Und das wird dann immer mehr. Also ich denke mal, es waren so 6,5. Aber was halt krass ist, der hat halt so schnell, hat er 75 Grad Wasserschutz. Der hat so schnell 75 Wasser und viel wärmer wird er jetzt auch nicht werden. Ja. Nee. Das ist aber jetzt definitiv ein Unterschied mit und ohne Cut. Das hat er mit Cut nicht gemacht. Ich hoffe, dass er das auf der Rennstrecke nicht macht, weil das ist so ein typisches Geräusch, was ich gar nicht haben will. Ich hasse dieses Knallen. Weil das einfach so ein Geräusch ist, sich, weiß ich nicht, ist irgendwie was so. Jeder hat irgendwie, was nee, ich bin immer einer, der sich normalerweise vorbildlich verhält und das ist so ein typisches Geräusch, was Krach macht, was eigentlich keiner versteht und da keinen Sinn macht. Ne? Wenn das Ding unter Volllast richtig Saft macht, dann okay. Aber das kann man ja umgehen. Da waren aber einige gute Kommentare von euch bei, die ich auch mir definitiv überlegen werde. Und zwar ganz viele von den Autos haben ihren Cut hinten im Endrohr am Ende. So, wir haben den Cut jetzt ja nicht ausgebaut, weil wir irgendwie Umweltverschmutzer sein wollen, oder? Sondern einfach nur Leistung plus Gewicht. Deswegen würde es mich auch rein gar nicht jucken, die Cuts hier hinten wieder reinzumachen, weil wir wollen ja eh Gewicht wieder haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, im Dunkeln könnte das schon ziemlich geil aussehen, wenn hier hinten ein Cut drin ist, der glüht. Und ist natürlich drin, ist hier, ne? Also besser kann man ja nicht zwei Cuts machen. Und jetzt, wo wir so titanmäßig infiziert sind, wird das da ja eh weitergehen an der Abgasanlage. Den können wir jetzt hier ein bisschen ausdampfen lassen. Na guck, siehst du? Wenn der nämlich ein bisschen Drehzahl kriegt, können wir nicht mehr Wasser nachgeben. Muss natürlich auch den Hahn aufdrehen. Ne? Ich würde sagen, Front dran, Bremse dran. Probefahrt. Kennzeichen dran und ab auf die Bahn. Würde Det jetzt sagen. Weiter geht's. Ich habe den Laser aufgestellt. Hat mir jetzt allererstes diesmal markiert, wo welches Plateau hinkommt. Und jetzt seht ihr hier drunter genau die Laserkante passend zu dem Plateau. So, die habe ich alle vier ausgerichtet. Der Laser hier kennt jeder von Bausteller zu Hause. Richtet sich automatisch aus. Kann man einfach hier so ganz wild hinstellen und der richtet sich dann direkt aus. Ja, jetzt kann es losgehen. Ganz wichtig, dieses Mal auch dran gedacht, Koppelstangen aushängen. Für Radlast einfach wichtig, dass die Räder voneinander getrennt sind. Und wir gehen ins Rennen mit 941 Kilo und einer Crossbalance von 50,5. Ist gar nicht so schlecht. Rear 33% ist nicht gut. Ist gefühlt hinten leichter geworden. Aber noch sitze ich ja nicht im Auto drin. Aber 941. Da hätte ich ganz ehrlich gesagt und gedacht, dass das Auto schon leichter ist. Aber ich glaube, es ist relativ viel im Tank noch drin. Wir gucken mal. Ja. 17 Liter sind im Tank. Das heißt, man kann bei 17 Liter kann man ungefähr, ich sag mal, 12 Kilo abziehen. Das heißt, wir sind bei einem Trockengewicht aktuell fahrfertig 930 Kilo. Das heißt, Tom, Aufgabe erkannt, wir brauchen mehr Titan und Carbon. So, jetzt setze ich mich mal rein und dann gucken wir, was dann passiert. Ich sag euch, in diesen Recaro Pro Racer. Ich weiß, es ist leider nicht zulässig für die Straße mit den Ohren, aber es ist einfach gleich ein ganz anderes Gefühl in dem Auto. Einfach geil. So, mit mir drin 1031.
Jetzt habt ihr gerade gesehen, das Crossgewicht hat sich verändert von 50,5 auf 49,7. Also es ist logischerweise, weil ich mich reingesetzt habe, rübergewandert. Wir haben auf der linken Seite 536, 537 Kilo und auf der rechten Seite 325 plus 170, 495 Kilo. Das heißt, wir haben auf der linken Seite schon noch 40 Kilo zu viel. Ah, jetzt habe ich so langsam verstanden. Dieses Byte ist quasi die Differenz links-rechts. Links 20 zu viel, rechts 20 zu wenig. Da werden wir jetzt natürlich auch nicht hinkommen. Da können wir jetzt nur gucken, ob es ein bisschen besser geworden ist. Für uns entscheidend zur Sekunde ist immerhin schon mal Rear, wenn ich drin sitze. Also ich sitze mehr hinten als vorne, das ist auch schon mal gut. Weil Rear ist jetzt gerade von 32% auf fast 35% gegangen. Immer noch nicht viel, aber schon mal besser. Wenn wir jetzt den Tank voll machen, wird das sogar noch besser. Unterm Strich wollen wir jetzt aber Folgendes machen. Wir wollen die Crossbalance auf 50,0 bringen. Das ist das Wichtigste. Und das heißt, wir müssen ihn so, ist das Auto leichter als so. Das heißt, wir müssen hier mehr Gewicht hinbekommen und da weniger. Wir wollen natürlich, wenn dann das Gewicht hinten holen. Das heißt, wir drehen das Auto vorne hoch oder hinten runter. Was habe ich gerade gesagt? Wir wollen mehr Gewicht hier haben. Das heißt, wir fangen mal an, das Auto vorne rechts ein bisschen hochzudrehen. Mal gucken, ob das was bringt. Das heißt, wenn alles gut läuft, müsste hier gleich mehr werden. Und das Cross müsste weiter passen. Los geht's! 50,0 haben wir es. Aber, was ich euch zeigen will, achtet mal drauf, was passiert, wenn ich die Tür hier aufmache. Das ist echt krass, wie empfindlich das ist. So, 50,0, jetzt öffne ich die Tür. Und das bisschen von den Carbon-Touren reicht schon, um die Crossbalance zu verändern. Jetzt ist die Tür ein bisschen auf. Mache ich es mal ganz auf. Also echt der Hebel von der Carbon-Tür reicht, um die Crossbalance 0,02% zu verändern. Aber mit Tür zu sind wir genau bei 50,0. Genauso lassen wir es auch. Alles, was ich das Auto jetzt noch verbessern wollen würde, würde ja auf jeden Fall bedeuten, ich muss das Auto hinten tiefer machen. Hinten tiefer heißt mehr Gewicht. So, wenn ihr euch aber jetzt gerade die Räder schon mal anguckt, seht ihr, wie tief der hinten schon steht im Verhältnis zu vorne. Also das ist auch gut so, weil dadurch hat man ja auch bei Bremsen, also je mehr das Auto so steht, je schwieriger kann er vom Hebel her beim Bremsen hinten hochgehen. Aber ich würde sagen, genau so lassen wir das. Ich kümmere mich jetzt noch um Thema Sturz und Spur. Brauchen wir nicht zeigen, haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Und dann geht's ab auf den Bilzer Berg. Fahren, mal gucken. Nächsten Upgrades, weiß ich noch nicht. Aber uns fällt auf jeden Fall was ein. Auf jeden Fall noch ein bisschen Titan, vielleicht noch ein bisschen Carbon, ein bisschen Unterboden, ein bisschen Aero. Aero haben wir bisher noch komplett außer Acht gelassen. Außer der Spoiler und vorne unsere Theke. Egal, war mal wieder ein kurzes, knackiges, interessantes Video. Ihr wisst, wie der Abarth vorbereitet ist. Ich habe mal wieder richtig Bock. Achso, man darf nicht vergessen, eine Sache wollte ich noch sagen. Wir sind letztes Jahr echt wenig gefahren, ist mir aufgefallen. Weil der Bilster Berg H&R Track Day war am 28.08. oder 25.08. Da ist das Auto überhaupt das erste Mal erst gefahren. Das heißt, ich habe erst im September losgelegt. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, was dieses Auto diese Saison im Hochsommer macht. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Achso, ja, ja. Oder falls das Wetter am Wochenende nicht mitspielt und Regen ist, dann fahren wir nächste Woche mit dem Auto auf jeden Fall auf Prüfstand. Dann drehen wir den mal ein bisschen auf. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.